Hallo zusammen und willkommen zum Neustart auf der Hof Bergmann. Ja, ich habe mir die Supporter-Version 1.0.0.1 geholt und das hatte ich ja schon angekündigt. Und wir werden jetzt hier und heute neu starten und als erstes werden wir mal so ein bisschen den Fuhrpark ändern, sagen wir es. Ja, doch ändern, passt glaube ich. Wir werden einiges verkaufen, wir werden einige Sachen neu kaufen. Was hier ist, das hat man aber schon gelesen, dass es wohl massive Probleme mit Cosplay gibt in dieser Version. Und deshalb habe ich hier jetzt, sieht man ja auch hier das Autodrive mit drauf genommen. Ich habe schon einen Kurs zum Händler und wieder zurück gemacht. Das heißt, wir können jetzt schon mal die ersten Fahrzeuge rüberschicken. So, das Fass geht weg. Es werden beide 15er Fans werden weggehen. Wir werden lediglich die beiden, also den 7er und den 300er Fan behalten. Und dazu werden wir den John Deere behalten. So, der fährt auch zum Händler. Los geht's. So, der Drescher kommt weg. Genau, den will ich auch nicht haben. So, Drescher, zack, Händler. Wir werden dann eben so nach und nach werden wir die Autodrive-Kurse uns selbst einfahren. Da stand noch einer rum. Den habe ich auch gar nicht gesehen. Hey, tut mir leid. Was wollte ich sagen? Ich habe gesehen, es gibt zwar eine schöne Autodrive-Geschichte schon beim Mod-Hoster zum Runterladen, aber aber ich möchte das dann doch nach meinem System machen. Achso, guck mal, der erste ist schon angekommen unten. Perfekt. So, der Düngerstreuer kommt noch weg. Ich glaube, das war's dann erstmal. Ladewagen, der Anhänger bleibt. Der andere Anhänger, der vorne steht, wird auch bleiben. So, Händler. Los geht's. So, Achso, der ist ja schon da. So, einmal hier rein. Verkaufen. Ja, okay. Ja, und was na klar selbstverständlich bleibt, ist der kleine John Deere Gator. Und der Kramer Frontlader, Hoflader, wie auch immer man den nennen möchte. So, den lassen wir erstmal hier stehen. Gucken wir mal, dass wir heute hoffentlich mit der Konfiguration und Umarbeitung des Fuhrparks zurande kommen. Weil wir dann eben auch gleich richtig loslegen wollen mit Arbeiten. Da kriegen wir 87.000 für. Das ist gut. So, und den verkaufen wir auch. So, wo bleiben die nächsten? Gut, kommt noch nichts. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ja dann einen anderen Drescher. Und wir haben jetzt, wo haben wir? Hier sind die Drescher. Ja, da werden wir nicht viel für bekommen. Ich würde gerne irgendwie so im Bereich von dem. Oder vielleicht auch nur den erstmal den kleinen Case. Der fährt auch nur 20. Das ist halt nicht wirklich viel. Und hat 4,30 Meter. Ach, guck mal, der Drescher ist da. Was wir da klar machen können, wir können uns Kredit aufnehmen. Das werden wir, denke ich mal, auch nutzen müssen am Anfang.
Gut, man könnte sagen, man hätte jetzt auch mit den Maschinen erstmal arbeiten können, aber ich möchte dann doch irgendwie meinen eigenen Fuhrpark wieder zusammenstellen. So, und der nächste ist da. Die gehen auch beide weg. So, dann verkaufen und verkaufen. So, als erstes brauchen wir auf jeden Fall einen Düngerstreuer und da würde ich gerne den wir müssten eigentlich den nehmen, weil wir damit auch Kalk streuen können. Ja, der wird es sein mit Pflegebereifung, aber mit Streueinheit und groß. Groß, groß, genau. 6 Meter Streueinheit hinten dran. 48.000, ja, muss sein. So, dann als Pflug nehmen wir heute einfach mal einen Tiefenlockerer. Ach, die Sämaschine müssen wir auch noch verkaufen. Genau, da war doch noch was. Tiefenlockerer, ja. Und passend dazu kommt einmal die Kuhn-Kreiselecke. Und wo haben wir sie? Seetechnik. Die Seemaschine mit dem Tank. Nein, das wollte ich nicht. So, das können wir jetzt erstmal zusammenbauen. Dass wir gleich wirklich der große hier bekommen. Da vorne der Tank dran. Und dann passend einmal Tiefenlockerer. Kreiselecke und jetzt kommt noch die Seemaschine dazu. So, und du kannst dann eigentlich schon wieder zum Hof fahren. Passt das? Ich muss noch die Einstellungen hier machen. Als erstes mal kein Lohn, dann haben wir hier auch 15, da auf 35. Das passt alles. So, jetzt. So, fahr mal. Genau, das ist der Kleine, der kann jetzt noch die Seemaschine kurz holen. Die steht ja hier drüben. Doch der andere im Grunde auch noch, den wir da haben. So, die Feder steht Spirit. Ja. Macht sich auf den Weg zum Händler, bitte. Bei dem HW80 Drehschemel, der hier vorne steht, den würde ich gerne behalten als Abfahrer auf dem Feld. Ich glaube, der tut sich da ganz gut. Dann kann aber der andere wirklich weg. Ach, das Auto kann auch noch weg. Genau, der bleibt, der kommt, der fährt, das Auto muss noch weg. Na, Garagentor, genau. Na. Der muss dann auch einmal zum Händler.
Der kommt da nicht rum. Ja, passiert. So, jetzt gucken wir nur, dass wir hier die Ausfahrt erwischen. Dann kann der weiterfahren. Genau, der blieb, das bleibt, das bleibt. So, ja, dann lassen wir den erstmal hier stehen. Ich bräuchte noch einen. Ich bräuchte noch einen. Nein. Dünger. Wir müssen jetzt mal gucken wegen den Feldern. Wegen den Feldern. Wir haben im Moment nur ein Feld. Das ist im Wachstum. Es muss gepflügt werden. Es muss gekalkt werden und es ist nicht gedüngt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall düngen. Dann kommt nämlich jetzt der Vent hier, der bekommt Pflegebereitung drauf. So, lass uns das mal kurz hier ausmachen. Der bekommt Pflegebereitung. Genau. So, konfigurieren. Na, Pflegebereifung. Jep. Und die Sämaschine wird verkauft. Dann kaufen wir mal ein bisschen Dünger. Dünger, Dünger, Dünger. Big Packs. Achso, die sind jetzt doppelt drin. Gut, da muss ich. Ne, brauchen wir gar nicht. Wir haben doch am Hof. Na gut, einen nehmen wir mit. Komm, einen nehmen wir mit zur Sicherheit. Wir haben ja noch am Hof was rumstehen. So, komm, einer. Und eben die Autodrive-Kurse werden wirklich dann so nach und nach vervollständigt und optimiert. Das wird aber wirklich, denke ich mal, eine ganze Zeit lang dauern. Da werde ich auch teilweise Kurse offline einfahren, also nach den Aufnahmen, damit wir da einfach besser werden. So, du lädst hier auf. Gut, und dann irgendwo hier ist die Ausfahrt. Los geht's. Das Auto geht in den Verkauf. So, auch weg. So, jetzt lass uns mal überlegen. Wir haben Flug, also Tiefenlockerer, wir haben eine Fräse, wir haben eine Sämaschine. Wir haben Kalk- und Düngerstreuer. Wir haben noch nichts gegen Unkraut. Da müssen wir gucken. Da holen wir uns einfach eine kleine Spritze. Die Felder sind ja hier nicht so groß, da reicht doch die hat 13 oder die hat 2,2. Komm, dann lass uns die Mega hier kaufen. So, dann haben wir was gegen Unkraut. Wir haben noch keine Tiere, wir haben so noch rein gar nichts weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt noch auf jeden Fall einen Drescher. Drescher, 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 da ist Drescher. Und wir haben 322.000. 322.000. Ja, dann kommt der. Ich weiß es nicht. Der fährt halt 40. Egal, wir nehmen den. Da kommt aber GPS dran.
Wandlaufwerk, ja. Gut, 320.000. Jetzt sind wir pleite. Das heißt, wir müssen Kredit aufnehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir gucken mal, wie viel wir bekommen. Wir machen jetzt mal maximal Kredit. Gucken, wo wir dann jetzt noch ein bisschen investieren wollen. Ich denke mal, wir werden gleich wieder, so wie es beim letzten Mal ja auch gewesen ist. Oh, wir kriegen sogar noch mehr Kühe uns holen. Boah, guck mal, was da geht. Hallo, hört das auch mal irgendwann auf? Ach, jetzt, gut. Wie gesagt, ist mir jetzt erstmal so egal. Weil wir haben den T560. Da wäre dann wohl das hier. Ist die Frage, würde das auch, das müsste ja eigentlich auch funktionieren. Das hat 9 Meter. Ich kaufe jetzt einfach das Rostelmesh, weil ich denke, dass wir dadurch einfach eine größere Arbeitsbreite haben und eben einen integrierten Schneidwerkswagen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir probieren mal ganz kurz, ob der dran geht. Ja, das funktioniert schon mal. Upsa. Und hier geht es auch. Perfekt. So, dann fährst du auch zum Hof erstmal zurück. Ja, da haben wir das. Jetzt müssten wir mal gucken, wenn wir zum Hof springen, wenn wir Kühe kaufen wollen, wie viel, was wir da jetzt an Geld ausgeben müssten. Kuh, braun-weiß, nein, wir nehmen schön die schwarz-weißen. So, ich weiß, dass wir hier 50 Tiere reinbekommen und die holen wir jetzt auch. So, die Kapazität ist voll. 137.000, ja. Das heißt, wir haben morgen dann die Arbeit, Mischfutter herzustellen. Wir müssen Wasser ankarren, wir müssen Stroh hier reinbringen. Das ist schon mal alles so, was da geht. So, wir machen hier schon mal auf. Hier müssen wir ja durchfahren in Zukunft. So, dann hier auch noch. So, jetzt gucken wir mal. Der ist hier, der steht hier. Der ist noch hier drin. So, der Kollege ist angekommen. Das heißt, der muss morgen dann düngen. Das sind dann so Aufgaben, die wir mit dem Helfer machen werden. So, der Drescher ist auch da. So, den lassen wir mal kurz hier vorne dran stehen. So, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Ich weiß es nicht. Will mal gucken, hier noch ganz kurz, ob wir diesen Big Pack Lifter, ob wir den hier dran bekommen oder ob das ein anderes Modell ist. Das wird jetzt so die letzte Aufgabe sein und dann jetzt wird die Folge ja auch schon wieder fertig sein für heute. Das heißt, morgen geht es dann weiter hier mit den ersten Arbeiten. So, ja gut, der passt schon mal, das ist gut. Dann haben wir das. Dann bekommt der noch ein Heckgewicht dran, und zwar das größte, das wir haben. So. Jo, der ist erstmal ready.
Das heißt, wir machen jetzt erstmal Schluss. Morgen, wie gesagt, geht es dann weiter hier auf der Hof Bergmann. Und ja, dann hauen wir mal richtig rein. Also, ich freue mich. Wir sehen uns dann morgen.